Willkommen zurück. Wir sind gerade nach Nadoret zurückgefahren und da hat uns der Bettler angesprochen. Was ist denn los? Es tut sich was. Der Hafenmeister versammelt eine ganze Menge schräger Figuren um sich und bringt sie in den dunklen Wald. Wegen des Hafenmeisters sind wir hier. Ich weiß nicht, wo die alle verschwinden. Ich habe schon Gerling in Ferdok gerichtet und erwarte seine Antwort. Ich habe von einem Geheimgang zum Schloss erfahren. Tatsächlich? Das sieht nicht gut aus. Ich kann euch zu der Stelle bringen, an der sie in den Wald verschwinden. Dann müsst ihr ihnen nur noch folgen. Wenn wir in das Schloss gehen, werde ich auf jeden Fall dabei sein. Wir sollten gut gewappnet sein für diesen letzten Schritt. Sagt mir Bescheid, wenn es losgehen soll. Ja, nicht ganz so eilig. Wir gehen jetzt erstmal diesen Bogen bauen. Mache ich das gerade alleine? Ja. Brauche ich eigentlich keine Leute. Ich baue den Bogen und andererseits, ich kann natürlich auch mal gucken, was hatten wir nochmal für Rezepte bei Schmieden? Brauche ich nicht. Der Degen, den könnten wir vielleicht herstellen. Da müsste ich aber den Forkrim mitnehmen. Das mache ich mal gerade. Forkrim. Und die ganzen Zutaten natürlich. Ja. Ich glaube, die hat er aber auch. Also gut, nehmen wir doch lieber die Gruppe mit. Was ist? Wie kann ich dir... alle die Sachen dabei haben könnten? Ja, bitte. Zum Schmieden und Bogenbau. Und dann will ich nämlich nochmal gegen die Krabbe kämpfen, bevor wir hier diesen letzten Schritt einleiten. Ich weiß, ich habe noch andere kleinere Nebenquests, die ich jetzt alle vernachlässigt habe, aber ich will das irgendwann mal zu einem Ende bringen hier, deswegen... werde ich auf jeden Fall das mit der Krabbe machen. Im Äffertempel und dann aber die Hauptquest weitermachen. Hallo. So. Und damit haben wir die Quest abgeschlossen. Gut. Zeig mir mal den Bogen. Okay. Unter der meisterlichen Hand seines Trägers ist der elfische Jagdbogen zur Vollendung erblüht. Als wäre sie ein Teil des Schützen, schmiegt sich die Waffe in seine Hand und lässt ihn mit Leichtigkeit gezielt und kraftvoll die Pfeile fliegen lassen. Ah, das ist schade, dass diese Effekte nur Elfen betrifft. Das heißt, ich könnte ihn zwar benutzen, aber ich hätte dann leider die Effekte nicht. Ich benutze ihn trotzdem. Ich meine, man kann halt leider keine zwei herstellen, sonst würde ich der Fyrus eingeben. Die könnte auf jeden Fall aber auch einen besseren gebrauchen. Allerdings, habe ich sonst nur Pfeilrezepte? Und Anleitung zum den Langbogen. Da fehlt mir halt dieses Konstitutionselixier. Steineiche kann sein, ich mal gefunden habe. Sonst würde ich der Fyrus das machen. Ja? Ich meine, wir haben verbesserte Sehne, wir haben die Lederbänder, wir haben Ulmenholz. Leider keine Steineiche, wie es aussieht. Ja, und das Elixier. Es ist eine außergewöhnliche Ehre, eine solche meisterliche Elfenwaffe zu erhalten. Exotischen Hölzer aus Perlenlanden. Neue Ware, neue Ware. Ja, ein richtig schicker Bogen. Ich könnte gerade mal bei der, meine Nase krabbelt gerade so.
Schrecklich. Ich guck gerade mal bei der, wie heißt sie nochmal? Auralia. Willkommen an meinem Stand. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da schon geguckt hatte. Die hat nämlich das Intuitionselixier, aber nicht das Konstitutionselixier. Aber ein Rezept dafür. Ich guck mir mal das Rezept an. In der Hoffnung, dass ich das nicht schon mal gekauft hatte. So, Alkohol, Diamantstaub, Drachenblut. Drachenblut. Krötenschäme. Bärenzähne. Ich weiß nicht. Das könnte schwierig werden. Ich guck gerade erstmal. Drachenblut haben wir noch. Alkohol auch. Finage auch. Okay, dann fehlen dieses Olginwurz, Bären und Bären, Zähne. Ich könnte mir, also Bärenzähne habe ich bestimmt auch schon mal verkauft oder so, Krötenschemel kann man sicher halt auch kaufen, aber genau das weiß ich halt nicht. Ob ich die Olgenwurz finde im Geschäft. Was kann Aural? Und dann brauchen wir immer noch die Steineiche. Nee. Das habe ich befürchtet. Werden wir vielleicht nicht machen können, den Bogen. Herr, was führt euch zu mir? Und du hast fast nix. Wir haben halt noch das Jagdgebiet, da sind natürlich, da wachsen sicher halt auch Sachen. Ich würde vielleicht, würde ich so machen, dass ich vorher mal schnell im Internet gucke. Ich kann's, wenn ich rede, kann ich's nicht haben, wenn im Hintergrund dauernd geprabbelt wird. Also, dass ich mal im Internet gucke, dass ich sicher weiß, wo ich was finde. Weil ich will jetzt nicht einfach irgendwie irgendwo rumirren im Jagdgebiet oder so und dann gibt's da doch nichts. Das fände ich nämlich ziemlich blöd. Alles rund ums tote Tier gibt's wie immer nur bei mir. Tote Tier, hast du auch Zähne? Na, auf den... Nee, nur immer noch den Brüllhamster. Ich hab doch bestimmt mal Zähne verkauft irgendwem. Ihr wisst das bestimmt auch, wo sowas wächst, aber ich kann nicht auf eure Kommentare warten. Nichts gegen euch, aber ich nehme ja immer so ein Stück auf, so ein paar Folgen. Und deswegen würde ich halt dann kurz nachgucken und dann weiter aufnehmen. Sie hat mich doch schon gesehen. Gerade nochmal hier schauen, du hast mehr so Klamotten. Ah, die hatte ich schon mal irgendwelche Sachen verkauft, aber nicht das. Die Bärenzähne sind halt auch sowas. Hatte ich sicherlich mal. Warum muss man da so viel Krempel für brauchen? Das ist doof. Neue Ware!
Na? Leicht wie eine Feder, hart wie Stahl. Glaubst du den Unsinn, den du da erzählst, eigentlich noch selbst? Da würde ich mich auch ganz gerne mal wieder in Kaufrausch begeben. Ihr habt Glück. Ja, ich hab Glück, das ist ganz toll. Ein magisches Schild. Hab ich dir nicht auch mal Zeug verkauft? Drachenzahn. Kriegsbogen. Wie sieht denn der Kriegsbogen? Ach, da ist ja auch so ein Weidener Langbogen. Dann kaufe ich den gerade hier. Weil das ist mir jetzt zu umständlich, die ganzen... Und dann vielleicht finde ich dann doch nicht alle Zutaten, dann fehlen vielleicht... Dann habe ich vielleicht dieses Olginwurz gefunden, aber mir fehlen die Bärenzähne und keine Ahnung was. Wenn ich das hier kaufen kann, dann kaufe ich das hier. Ich weiß nicht, was ich mit dem Herz machen soll. Verkaufen. Die nicht. Da muss ich... Ah, da muss ich nochmal... Ich muss nochmal kurz zur Feste zurück. Zur Zollfeste, bevor wir das mit den Krabben machen. Bei den Münzen... ich verkaufe die mal hier. Ja? Also Geldprobleme habe ich wirklich nicht mehr. Wir könnten uns also wohl schon ganz schön eindecken, gleich noch mit Waffen. Beziehungsweise mit neuer Rüstung. Waffen haben wir eigentlich ganz gute. Ich will nur vorher gucken, erstmal, ob ich noch einen Pfeilen herstellen kann. Stimmt, ihr glaubt ohnehin niemand mehr, so oft wie du deine Kundschaft schon belogen hast. Auf, auf. Allerneuester Schmuck aus südlichen Landen, da tretet heran und lass ich den Glauben. Ja. So, was brauche ich denn? Federn. Holzleim wahrscheinlich. Obwohl, die Sehnen brauche ich jetzt auch nicht mehr unbedingt. Wir haben ja jetzt unseren Weidenbogen für die Feires. Apropos, sollte ihr vielleicht dann auch gleich mal geben. Okay, wir haben Jagdpfeile, die können wir auf jeden Fall herstellen. Für Brandpfeile bräuchten wir eigentlich Eibenholz, habe ich leider nicht. Steineiche für Linwenzpfeile habe ich auch nicht. Ich mache Jagdpfeile, muss reichen.
Bitte sehr. Danke sehr. Sorry für das eklige Nase hochziehen. Lederbänder verkaufen. Ich habe jetzt übrigens ganz viele Pfeile. Ich hoffe, die reichen für die Flusskrabben und die Alpenholz. Nehmen wir nur noch ein bisschen mit. Holzleim brauche ich auch. Weiß nicht wie viel, keine Ahnung. Eh nicht so teuer. Ach, da hätten wir auch Steineiche. Kann man Metallteile kaufen. Giftbolzen. So kann man sein Inventar übrigens auch füllen. Alles für die Jagd. Bögen, Pfeile, Zubehör. So, jetzt können wir nämlich noch Brandpfeile herstellen. Oder soll ich erstmal Linwens Pfeile machen? Und Kriegspfeile. Inventar ist voll. Also, Feiris kriegt man ein paar von denen. Vielleicht verkaufe ich auch ein paar von den Jagdpfeilen wieder. Und benutze dann lieber die besseren Elfenpfeile und so. Oder diese gestinknormalen da verkaufe ich auch. Da habe ich auch noch welche. Ja, ich glaube, ich hätte eher Linwens Pfeile herstellen sollen. Naja. Ei? Hätte ich erstmal gucken sollen, was soll's. Ich mache jetzt alles, was geht. So. Soll reichen. So, okay. Dann kriegst du noch ein paar... wieder verkauft. Wieso kann ich nichts verkaufen, wenn mein Inventar voll ist? Wollt ihr mich verarschen? Alan, was? Mein Inventar ist so voll. Ich krieg die Pfeile nicht mehr raus. Ich kann sie leider nicht verkaufen. Stecken fest. Ich habe so das Bedürfnis, mein Inventar nochmal aufzuräumen. Ich glaube, die habe ich gar nicht wirklich. Habe ich die Steineiche gebraucht? Auf jeden Fall kriegst du jetzt noch ein paar von den Elfenpfeilen. Ja. Die hebe ich aber vielleicht für den Schluss auf. Keine Ahnung. Ich müsste mal die Kriegspfeile. Auf jeden Fall werden uns die Pfeile nicht ausgehen. Das ist ziemlich sicher. Was? Okay, naja, ich verkaufe wieder ein bisschen was. Alan, was? Da
Das habe ich nicht unbedingt gebraucht. Das kann ich eh nicht herstellen. Ja, jetzt bin ich wieder 20 Minuten hier nur am Rummachen, aber das muss sein, bevor es zum Ende geht. Nochmal schnell zum Labor. Alles für die Jagd. Bögen, Pfeile. Und bevor es zu den Krabben geht. Erst Krabben, dann Ende. Das für ein Huster. Quellwasser. Ah, ich glaube, ich habe gerade... Ja? Das falsch ihr gegeben. Wow, ein Einleinsaft kann ich machen. Unglaublich. Was kann Aura? Hast du noch ein paar Heiltränke? Warum nicht? Ich finde Heiltränke in dem Spiel sind echt ganz schön rar. Komische Sache. Das finde ich blöd. Dann schaue ich mich jetzt nochmal bei den Rüstungen um. Dann gehen wir zu Zollfeste, die Embleme verkaufen. Dann gehen wir zu den Krabben in den Äffertempel. Ich weiß gar nicht, ob ich mich da dann nochmal, weil ich jetzt weggegangen bin, ich nochmal von oben durchkämpfen muss. Ich hoffe nicht. Und ich müsste allerdings... das ist ein bisschen blöd, weil ich müsste wahrscheinlich... Ich kann jetzt zwar Fokre mitnehmen, muss aber wohl... für das Ende... Oder ich denke mal, das ist das fast das Ende, wo er gesagt hat, der... Na, wie heißt er? Ihr wisst schon, der andere. Er muss da mitkommen, dass ich für ihn dann auch was kaufe, was sinnvoll ist. Krötenhaut und Schuppenpanzer. Das sieht jetzt nicht so interessant aus. Na? Was ist denn mit dem Zwergenhelm? Der King vielleicht... Auf jeden Fall sollten wir dir mal was anderes hier anziehen. Ja. Also diese verstärkte Lederhose. Und nö. Krötenhaut brauchst du auch nicht. Was? Ja. Was? Sag das doch mal. Meine Rüstungen sind von höchster Güte. Ja. Ja. Was hatte ich dir? Das kann ich verkaufen. Gerade nochmal hier. Das. Meinen Gruß. Yeah.
Ich frage mich halt, ob ich dem Vorkram noch irgendwas, dem Koano noch irgendwas Gutes tun könnte. Den Rapier vielleicht. Was ist das denn für ein Ding? Eine Wurfwaffe, okay. Oder dieser magische Degen. Das wäre auch eine Idee. Okay. Benutzt der eigentlich auch ein Schild? Eigentlich ja. Oder? Ich weiß gerade nicht. Ja, doch. Okay, das Nahtreutschild noch. Ich kenne mich bei Schilden überhaupt nicht aus. Das ist doch bestimmt besser als das, was er hat. Wehe, wenn nicht. Ja, die Attacke ändert sich auf jeden Fall. Wahrscheinlich wegen diesem Dorn, ich weiß gar nicht. Naja, gut, wir haben hier Attacke 14, dann... Oh, nicht schlecht. Ach, der hat Eugenwurz, na supi. Wieso hat der das denn? Na egal, ich habe den Bogen eh schon gekauft. Das allein hätte auch nicht gereicht. Meinen Gruß. Muss man echt aufpassen, dass man ihn nicht in den Rücken rennt. Sehr fies. Im Stachel da dann. Ja, nicht die Heiltränke. Das auch nicht. Okay. Ja. Ei. Ja. Okay, ich muss dann halt nochmal gucken, wie es mit dem, wieso fällt mir dem sein Name nicht ein? Kommt heran, kommt heran! Rüstungen jeder Machart findet ihr. Ardo. Wie es mit dem Ardo aussieht, was er hat. Das schaue ich mir gleich nochmal an. Und werde mein Inventar noch ein bisschen aufräumen, werde vielleicht noch ein paar Steigerungspunkte verteilen. Wobei, letzteres mache ich vielleicht auch in der nächsten Aufnahme. Aber die ist jetzt ganz schön lang geworden, deswegen werde ich den Rest jetzt erstmal so machen und dann geht's beim nächsten Mal weiter und dann werden wir noch zu der Zollfeste fahren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.